Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir ein bisschen reden, und zwar über drei Themen. Einmal hat Metin 2 jetzt einen Discord-Server, was für eine gute Sache finde. Zweites Thema Forge Masters bzw. die Gameforge-Partnerschaft. Drittes Thema die Zukunft. Ja, weil wir haben jetzt ja auch bald schon wieder Ende des Jahres. So, wir fangen auch schon direkt bei Punkt Nummer 1 an, und zwar Metin 2 hat jetzt einen Discord-Server gemacht. Also die Gameforge im Endeffekt. Ja, ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Discord-User. Das heißt, ja, so gut wie nie. Ich habe bei Minecraft-Servern habe ich eine lange Zeit Discord benutzt. Aber sonst benutze ich das eigentlich eher nicht, sondern eher TeamSpeak. Was natürlich Discord auf jeden Fall als Vorteil bietet, ist einfach, ihr könnt halt wirklich das schön aufteilen. Ihr habt dann halt auch jetzt zum Beispiel für die DE-Community, auch für alle Server quasi, könnt ihr jetzt hier ja auch News und sowas austauschen und generelle Gaming-News bei News-Announcements. Ja, das ist halt ein Vorteil, muss man ganz strikt und klar sagen. Und man kann hier halt sehr viele jetzt erreichen, was ich höchst persönlich ganz cool finde. Klar, es ist schon ein bisschen Mischemasche, aber ja, man sieht halt mal wirklich, wie viele User dann hier auch drin sind, und es wird halt auch dann unterteilt dann DE und so. Also ich finde Discord, die Sache und wie es aufgebaut ist, finde ich eigentlich recht gut. Klar, es gibt immer Verbesserungen, die könnt ihr halt auch reinschreiben. Den Link zum Discord, den kann ich in die Kommis unten, also in die Videobeschreibung reinsetzen und in die Kommis unten rein anpinnen. Ja, falls ihr da Interesse habt und weil es manche halt noch nicht wussten. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer 2, das Forge Masters Programm. Und das wird ein bisschen länger dauern, aber ich würde jedem empfehlen, auch noch für Punkt 3 dran zu bleiben. Ja, ihr könnt ja so lange etwas spielen und einfach nur zuhören. Wir werden im Stream vielleicht auch noch drüber reden. Ja, und zwar, ich habe ja vor ein paar Wochen mal einen Punkt Forge Masters aufgebracht, dass es so ein neues Programm ist, wo man mit der Gameforge kooperieren könnte. Und ich habe ja damals den Gameforge-Vertrag abgelehnt, weil ich ja eigentlich nicht so, ja, auf das Geld aus war, sondern mehr auf Content. Das heißt, sowas wie Beta-Server, Codeports zum Verlosen, mal DR fürs Rad oder halt Specials, zum Beispiel, indem die Gameforge mich unterstützt, wenn ich ein Community-Event plan oder mal ein Abo-Special, was ja auch nicht so oft vorkommen würde. Ja, das sind so Punkte, die waren eher so mein Wunsch. Damals hat es ja geheißen, es gibt keine Kompromisse, du musst halt das nehmen, was da ist. Und fand ich zwar schade, da ich bin, will mir da jetzt nicht so in den Vordergrund stellen. Ich bin 3500 Abonnente YouTuber. Ich habe zwar schon ordentlich viel Klicks, so ist es also meine Intention. Klar, im Vergleich zu 1 Million YouTuber bin ich ein kleiner Tropf. Ja, aber für Metin-Verhältnisse, man kennt mich zumindest. Ja, deswegen war schade damals, und dann habe ich halt natürlich gesagt, nee, ist nichts für mich. Wenn es da keine andere Lösung gibt oder andere Angebote, dann lehne ich das ab. Dann kam irgendwann mal der Punkt, wo mich Max Royale angeschrieben hatte, um mit mir mal drüber zu reden, beziehungsweise über andere Themen zu reden. Das mit der Forge Masters Sache, das hat er mir dann vorgeschlagen, das sei ein neues Programm, das könnt ihr mal probieren. Ja, eigentlich bin ich mit den Punkten auch dahin gegangen. Also letztendlich habe ich mich für dieses Programm beworben, und der Fragebogen, es wurde mir ein Fragebogen zugeschickt, den ich ausgefüllt habe. Da kam auch drin vor, was ich mir eigentlich drunter vorstelle, was ich dafür haben möchte, dass ich quasi, ja, also das Spiel bewerbe, beziehungsweise da war das halt noch nicht so ganz fix, um was es überhaupt geht. Mit der Sache reinzugehen, da muss ich mir nachträglich auch sagen, es war vielleicht ein bisschen dumm, weil ich von Anfang an nicht wusste, was es eigentlich ist. Sagen wir es mal kurz. Also, das ist die Wirklichkeit. Ich wusste nicht, für was ich mich da eigentlich bewerbe. Ja, weil, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man immer so schön. Ja, dann ging das 11 Wochen lang nach dem Fragebogen. Ich war immer relativ schnell, und 11 Wochen ging dann gar nichts. Dann habe ich mal wieder nachgefragt, und irgendwann kam dann nach der Nachfrage, ja, sie wurden angenommen. Also im Endeffekt bin ich dann Forge Master jetzt. So. Also in der Kampagne Forge Masters bin ich angenommen. Das findet auf so einer Influencer-Plattform statt. Nur als kleine Information. Ja,
Aber bis dahin wusste ich dann nach 11 Wochen immer noch nicht, um was es eigentlich geht. Ja, ich bin halt einer, der hat Hoffnung, dass eventuell das Alternativprogramm das Richtige für mich wäre. So, ja, dann habe ich immer noch 2 Wochen gewartet und dann habe ich halt Max Royale nochmal geschrieben. Und ja, der hat dann mir die Infos auch geholt. Ich habe mit dem diese Woche am Mittwoch geredet nochmal über ein paar andere Punkte noch. Und ja, vorab gesagt, Max ist so das Beste, was diesem Spiel überhaupt passieren konnte, weil er meiner Meinung nach, ich spiele das Spiel schon relativ lang, einer, ja, der beste Community Manager für das Spiel ist. Also, es ist einfach von dem, wie er interagiert, mit der Community auch redet. Also, er schreibt halt mal. Ja, er lässt nicht so wie die anderen, die Vorgänger, lässt er die Community nicht einfach stehen und schreibt gar nichts, macht gar keine Aussage und so. Ja, der hat viel zu tun. Aber man muss halt auch sagen, er macht halt was. Also, so kommt es mir rüber. Ihr könnt gerne auch mal über ihn was in die Kommis schreiben. Meiner Meinung nach, bester, der je da war. So, ja, mit dem habe ich auf jeden Fall diese Woche noch kommuniziert und der hat mir dann halt auch letztendlich die Informationen gegeben, ja, oder rausbekommen, was das Forge Masters Programm beinhaltet. Das ist einfach eigentlich nur, ja, man wird halt vorgemerkt, ja, man hat Interesse mit der Gameforge zusammenzuarbeiten und kriegt dann bestimmte Kampagnen, die temporär sind. Das heißt, jetzt zum Beispiel ist aktuell auf dieser Plattform was offen. Das wäre jetzt für den PvP-Server für Metin 2. Wenn ich den quasi anspiele, beziehungsweise ein Tutorial mache oder ja, ihn erwähnen oder sowas. Und ich vermute mal, wenn da dann Leute anfangen oder so, ja, dann kriegt man halt Geld. Also im Endeffekt, es ist exakt das Gleiche, was ich vor 2 Jahren im Endeffekt abgelehnt habe. Nur in einem temporären Status und nicht in einem vertraglichen Status. Ungefähr so kann man es beschreiben. Was natürlich, naja, eigentlich genau das Gleiche ist und das macht für mich keinen Sinn, für meinen Kanal auch nicht, weil ich eigentlich mehr den Content wollte und nicht das Geld. Genau, jetzt ist es halt so, letztendlich, ich bewerbe keinen neuen Server, das heißt der PvP-Server, die Kampagne, die ist mir eigentlich dann Jacke wie Hose. Ja, weil ich bin Pandorianer, kann man so sagen, und ich möchte nicht, dass Leute, ehrlich gesagt, durch meine Werbung auf diesem PvP-Server anfangen. Auch wenn er nur einen Monat oder was auch immer ein Event-Server darstellt. Aktuell sieht es eh nicht so toll aus auf Pandora mit den Leuten. Mir wäre es eher lieber, wenn noch welche anfangen würden. Ja, deswegen, ja, da verkaufe ich mich nicht für Geld. Also, dass ich einen Server bewerbe, das wäre auch nicht mein. Ja, meine Intention immer. Ich bleibe auf einem Server. Ich habe lediglich Zimt mal gespielt, weil es eine tolle Aktion war. Würde auch weiter noch einen Server spielen und zwar Mizzen 2 Classic, nenne ich es immer so schön. Ja, den würde ich auch noch spielen. Weil einfach, wenn die Fights vor 10 Jahren oder so, wenn man die hernimmt, dann wäre das eine geile Sache. Natürlich muss ich auch im Nachgang sagen, das ist jetzt natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe. Es gibt ein anderes Programm, aber dafür sind aktuell keine Plätze offen. Ja, das wäre dann so ungefähr das, was ich mir vorstellen konnte mit dem Beta, mit den Coupons und so und Co. Ja, also genau das, was ich halt am Anfang gesagt habe, was für mich sinnvoller wäre. Ja, ist jetzt so, ich bin da, ja, ich bin nicht sauer. Ja, man muss mit null Erwartungen, muss man halt reingehen, leider. Aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich muss da mittlerweile sagen, ich mache das jetzt seit 3 Jahren, ich bin konstant dran. Ich spiele nicht wie andere P-Server oder so. Ich habe das nie angefangen. Also nie in den Streams bzw. Videos, nie beworben. Habe mittlerweile 400 Videos über Metin 2 gemacht, über ein Spiel. Und das halt über 3 Jahre. Und habe jetzt auch, dank euch, meine 1-Million-Marke geknackt. Also 1 Million Views insgesamt auf dem Kanal. Ja, klar, manche machen das mit einem Video. Aber ich habe mich da 3 Jahre hochgearbeitet und. Ja, habe einiges an Zeit investiert. Und daher, da kommt ein bisschen Enttäuschung, dass das eigentlich, ja, wenig gesehen wird, dass ich eigentlich da konstant dran blieb, ja. Weil letztendlich, da vielleicht wird irgendwann Platz frei für das, was ich mir gewünscht habe. Aber es kann auch sein, dass es jahrelang nichts wird oder ja, Monate, Wochen, Jahre, man weiß es nicht, weil kein fester Termin letztendlich existiert.
Ja, deswegen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber sonst, klar, letztendlich bin ich dann somit kein GameForge-Partner, muss man auch sagen. Ja, das hätte sowieso auch sonst keinerlei Auswirkungen, weil auch die Meinung, wie manche immer so schön sagen, dass Fossi und Maeve ihre Meinung nicht sagen dürfen. Ja, das ist dieses Gerücht, das ist einfach falsch. Ja. Jeder kann seine Meinung sagen, das wird auch nie von der GameForge verboten. Deswegen, ja, die Meinung spielt da wenig Rolle. Aber ja, somit wollte ich das halt auch einfach mal sagen, weil ich halt schon in den Streams immer so gesagt habe, ja, das könnte wirklich die Punkte beinhalten, die für mich cool wären. Und ja, ich weiß halt nicht, was sich andere drunter vorstellen, wie jetzt, keine Ahnung, Fanshos oder Franken oder wer auch immer die Videos guckt und auch YouTuber schon, wenn da der Tibo über ein Forge Masters Programm redet, jo, das wäre ja vielleicht auch was, vielleicht kann ich das auch werden oder sowas. Ja, dann möchte ich hier jetzt keine falschen Informationen oder so verbreiten. Das ist eigentlich die Intention des Videos dahinter gewesen, weil ich halt, ja, einfach zu wenig, mit zu wenig Gedanken in das Ding gestartet bin und jetzt halt leicht enttäuscht bin. Aber naja, es geht weiter, weil jetzt kommt Punkt Nummer 3 und zwar der Punkt hat mich heute umgeworfen. Es hat mich einfach umgeworfen und da müssen wir jetzt kurz einen Fensterwechsel machen. So, Punkt Nummer 3 und zwar Inferna. Ja, und zwar ist so gewesen, heute war ich auf dem Teamspeak mit der Gilde, wie immer. Und da hat jemand erwähnt, jo, Tibo, der Wranken, also der spielt ja auch Meteen und der guckt ja auch meine Videos und ich gucke auch teils seine. Ja, der hat ein Video gemacht über ein Spiel, das sieht fast so aus wie Meteen. Ja, die Meteen-Kopien, die kennen wir. Also Teso war da ein bisschen, ja, Elder Scrolls, ein bisschen eigene Sparte, aber hatte ja auch teils ein Up-System und so. Ja, habe ich auch schon gespielt. Macht auch Spaß. Ja, Black Desert war in die Mädchensparte. Ja, das kam schon nah ran mit vielen Sachen. Die habe ich auch gespielt. Eine Zeit lang, glaube ich, 4, 5 Parts oder so gemacht. Aber war auch nicht das, was man sich unter Mädchen vorstellt. Und dann habe ich dieses Inferna gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist. Ja, es ist in der Alpha. Also man muss verstehen, es ist noch in der Entwicklung im Endeffekt. Das ist ein Early Access, kommt es dann in 20 Tagen raus. Und ich bin eigentlich fast schon so weit darüber, zumindest mal ein Testvideo zu machen. Und wenn es mir gefällt, vielleicht sogar eine eigene Let's Play-Reihe. Ja, viele sagen, es ist das neue Metin 3. Wir gucken jetzt einfach mal rein, weil. Also ich war in dem Moment, war ich einfach nur geflasht, muss ich sagen. Weil es halt so wie Metin ist. Man hat hier eine Masse an Mobs, die man töten kann. Man hat Skills, man hat im Endeffekt, ja. TP, MP, das hat, klar, haben einige Spiele. Später kommt halt auch raus, dass es eine Levelanzeige gibt. Also es gibt schon ein paar Videos. Friendly für freundlich, ja, also einen Rang gibt es auch. Es sieht ähnlich aus, ja. Man hat Quests im Endeffekt. Und man kann hier jetzt quasi, ja, die ganzen Mobs schlachten, kriegt Gold, also ähnlich wie Young letztendlich. Ich finde die Landschaft eigentlich recht schön, muss ich sagen. Klar, vom Aufbau her, also wie die Skills und so jetzt hier kommen, die man hier jetzt sieht, sieht noch alles sehr, ja, gewöhnungsbedürftig aus. Aber man muss halt sagen, es sieht arg nach Metin aus. Also wenn man jetzt auch gleich dann sehen, wenn das Inventar aufgeht, das hat schon ein bisschen was von Metin, muss man sagen. Und die Grafik ist halt deutlich besser als in Metin 2, muss man deutlich sagen. Ja, man hat auch jetzt so ein Pad. Ich vermute, ja, jetzt sehen wir es. Gerade das Inventar, es ähnelt halt einfach ziemlich Metin. Und wer weiß, was aus diesem Spiel wird, auch die Dörfer, also in diesem koreanisch-japanischen Style. Also, ich will ja nichts sagen, aber das sieht sehr stark nach Metin aus. Und wenn man bei Wranken vorbeischaut, der hat, glaube ich, noch ein paar mehr Details oder so gezeigt. Da sieht man halt deutlich, weiß nicht. Also, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Also, für mich ist das ein zweites Metin, muss ich sagen. Und ich bin echt gespannt auf dieses Spiel, weil es sieht sehr interessant aus und ich werde es auf jeden Fall anspielen oder vielleicht sogar mal streamen. Bin gespannt, was da draus wird, weil Alpha, so hat Metin damals auch begonnen, ja, am Anfang. Und es wird halt immer mehr und mehr. Ja, ich bin gespannt und da werden wir jetzt mal schauen, was die Zukunft bringt, weil eine zweite Gaming, ja, Reihe beziehungsweise ein Gaming-Format will ich auf jeden Fall bringen. Ja, gut, dann danke ich für euer
ja, Gehör und wünsche euch natürlich wie immer einen angenehmen Tag und bleibt dran, lasst ein Abo da oder ein Like oder ein Kommi. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.